meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Wir lassen es mal bei fortgeschritten, würde ich meinen. Weil so der Main bin ich nicht. Und dann startet das Spiel, Leute. Ui. Ui, 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 ui. I am ready. Extrem, ja klar! Auf jeden Fall. Ja, okay. Ist okay. Nee. Ich liebe Ladebildschirme. 1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Was ist leise? Du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Guten Hunger, Vincent. Guten Hunger. Boah, ist das leise, Alter. Habe ich es ein bisschen zu leise gemacht? Oder geht das? Bioshock. Ooh, yeah. Boy, du solltest hochschwimmen, du ertrinkst gleich, glaube ich. Okay. Jetzt kann ich spielen. Alles klar. Oh. Sieht ein bisschen nicht so nice hier aus. Alles klar, einfach zum Leuchtturm. Einfach zum Leuchtturm. Kann ich tauchen? Kann ich nicht. Ah, okay, mit Steuerung schalte ich also das Sprinten um. Okay. Was ein Zufall, dass wir genau bei einem riesigen Turm runtergekommen sind. Keine, was? Hä? Wo liest er das denn? Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Irgendwas stand hier noch. Ah, okay. Hä? Hä? Wo? Irgendwo doch gerade noch. Da war doch was anderes. Hä? Nur Götter, keine, hä? Ah, da. In welchem Land gibt es einen Platz? Ey. Für Leute wie mich, Andrew Ryan. Hä, wo liest er das denn? Jetzt mal ehrlich. Hallo? Hallo? Ui. Hallo? Ah, nur da. Okay. Da liest das. Große Kette. Die große Kette. Ah. Okay. Hallo? Industrie. Wissenschaft. Und? Kunst. Die Musik ist schön, ne? Muss ich ja schon sagen. Muss ich ihn. Ah. Alles klar, Leute, lass uns tauchen gehen.
Fire at your fingertips. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Nee. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Oh, was ist da? Hallo? Ein Wal! Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Wurde jetzt gerade mit uns gesprochen oder haben wir gesprochen? Ne, wir sind ja... Warte. Was? Verwirrung. Benutze linke Maustaste, um eine Waffe abzufeuern oder ein Plasmid zu verwenden. Okay. Willkommen in Rapture. Alles klar, Leute. Du kannst dein Spiel jederzeit über das Pause-Menü speichern. Das ist geil. Oh, ich liebe speicherbare Spiele. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Okay, hier reden welche, aber nicht mit uns. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Ha! Johnny? Ist das jemand Neues? Nee. Oh Gott, Alter, Epilepsie-Gefahr, ganz ehrlich. Heilige Kacke. Oh. Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Klar. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Ja. Dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch. Geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Okay. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay. Okay. Ryan besitzt uns nicht. Oh, ich erkenne halt gar nichts irgendwie hier. Nur noch ein bisschen näher, da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen?
verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Oh. Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Spring! Darüber! Okay. Alles klar. Ah, Moment. Oh. Okay. Vita Chamber. Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner des Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch ein... auch zumindest eine kleine Menge EVE. Okay. Kannst nicht kaputt machen. Was soll ich jetzt machen? Die blockierte Tür ist in der Nähe der Stelle, an der du den... Oh. Oh. Okay. Ich dachte, ich muss zurück. Ich hoffe ja, dass es hier nicht laggt irgendwie, ne? Ich sehe es gerade so ein bisschen im... Bildschirm. Aber bisher sieht es nicht so aus. Hallo? Ich hab sie nicht angefasst. Ah. Okay, wenn ich einen Verbandskasten habe, kann ich mich mit F heilen. Kann ich da hoch? Nein. Chips essen. Okay, das kann ich nicht nutzen. Was war hier gerade? Die Vision des Mannes, die Rettung der Menschheit. Alles klar, einfach weitergehen. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts, was ich einsammeln könnte oder so. Alles klar. Bisschen Adam. Der Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Adam? Dat Adam? Sorry. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Alles klar? Was bist du denn? Oh yeah. Ah, ich kann aber auch wieder auf meine Waffe wechseln, alles klar. Wie wechsle ich jetzt? Ah. Mit Rechtsklick einfach. Alles klar.
Ja, ich weiß, dass ich zu der Tür muss. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte noch gucken, ob hier irgendwas ist. Yeah. Das wollte ich nicht. Weißt du, genau in dem Moment, in dem ich hier so gegenhau. Lag. Nee. Hä? Ach, mit Shift? Oh. Okay. Ist ja auch ätzend. Okay, hier ist nichts. Wie kann ich mich denn wieder voll heilen? Also ich meine, so eine EVE-Spritze benutzen. Bleiter, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Einfach rein, einfach rauf! Okay. Diamond hilft mir schon. Wird schon alles klappen. Wart nur ab. Okay. Ja, wo waren der andere jetzt noch? Hätte ich mir vielleicht erst anhören sollen, was er sagen will? Hallo? Jo, du bist ja Feuer! Digga, du hast gebrannt! Was ist denn mit dir? Ist hier irgendwas in den Ecken oder so? Nee. Bitten, den Staub zu entschuldigen. Ne, dafür gibt's keine Entschuldigung. Alles klar, gehen wir in den Fahrstuhl. Hör zu, ich hab Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Okay. Neptunes Bounty. Ah, wir haben sogar einen Pfeil, der uns anzeigt, wo wir hingehen müssen. Okay. Oh, wir haben einen Verbandskasten. Und einen Snack. Oh. Ich höre einen weiblichen Splicer reden. Haben wir jetzt keinen Schraubenschlüssel mehr? Ah doch. Haben wir noch. Ist jetzt auf 1? Ja. Achso, mit Rechtsklick wechsle ich das, genau, und so, okay. Alles klar, wir haben eine Waffe, Leute! Endlich mal! Eine Waffe! Oh ne, da muss ich, glaube ich, ja, da muss ich, wie es aussieht, runter. Ne, ich muss hier lang, okay. Oder? Ich weiß es nicht genau. Aber erstmal Verbandskasten mitnehmen. Alkohol trinken. Noch mehr? Gibt's noch mehr? Nicht? So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.